Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und das hier heute wird ein Marktupdate. Wir wollen allerdings nicht über die XRP bzw. Ripple News von gestern reden. Auch nicht darüber, dass in Europa bald ein Bitcoin Spot ETF launchen soll. Ich denke, das haben gestern zu häufig alle auf ihren YouTube-Channels gecovert. Wir wollen uns wie immer auf diesen DeFi High ROI Space konzentrieren. Das Thema, worum sich es auf meinem Kanal im Wesentlichen dreht. Denn es sind einige Entwicklungen, die sehr, sehr ähnlich sind zu den ersten beiden Quartalen im letzten Jahr 2022, die ich euch aufzeigen möchte. Einige, die meinen Kanal seit Anbeginn der Zeit verfolgen, werden auch viele Ähnlichkeiten entdecken in den Projekten, die ich euch im heutigen Video zeige. Und das wollen wir uns heute eben anschauen, da dieser kleine Markt, diese kleine Nische wieder sehr an Attraktivität, Aufmerksamkeit und Volumen gewinnen wird, potenziell in der nächsten Zeit. Bevor wir allerdings starten, hier nochmal ein kurzes Shoutout an den Kanal You in Crypto bzw. die beiden Jungs dahinter, Yusuf und Paul, denn die haben vor kurzem auch schon ein Video dazu gemacht. Hier vor 9 Tagen sind die Ponzi-Dapps wieder auf dem Vormarsch. Da gerne mal reinschauen, die beiden befinden sich nämlich auch sehr, sehr tief im Markt, covern das eben auch in Videoform regelmäßig auf ihrem Kanal. Einfach mal reinschauen, Abo dalassen, ist auf jeden Fall auch immer einiges an Mehrwert dabei. Jetzt wollen wir hier ins Video reinstarten und ich denke, es haben alle mitbekommen, was gestern passiert ist. Sehr, sehr bullische News für den gesamten Markt. Wir haben sehr, sehr großen Pump gesehen, vor allem bei XRP, als auch bei allen Altcoins, die vorher von der SEC sozusagen angeklagt wurden, möglicherweise ein Wertpapier, eine sogenannte Security zu sein. Und dieser ganze Pump bzw. das neue Kapital, das gestern in den Markt kam, fließt natürlich dann auch zu einem kleinen Teil wieder hinüber in Hochrisikoprojekte, wie wir es jetzt am laufenden Band circa in den letzten 2, 3 Wochen kommen sehen und auch durchaus mit Erfolg. Und mit Erfolg meine ich hier nicht, dass diese Projekte ewig laufen, mit Erfolg meine ich, dass diese Projekte Kapital einsammeln, die Aufmerksamkeit von Investoren bekommen und sich auch wieder mehr Leute trauen, in diese Projekte zu investieren bzw. zu spekulieren. Und ein paar dieser Projekte möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, die sehr, sehr ähnlich sind zu den Projekten, die im letzten Jahr, vor allem im ersten und zweiten Quartal bzw. dann gegen Oktober gelauncht sind. Das erste Projekt, das ich euch zeigen möchte, ist Staker Café. Das ist ein Projekt aus der damaligen High ROI Dev Season. Also wer den Space schon länger verfolgt, es gab diese Node Season, die angefangen hat so richtig mit Strongblock und dann mit den ganzen Node-Projekten, die dann irgendwann krachen gingen. Dann kam diese High ROI Dev Season mit Projekten wie beispielsweise Staker Café. Die gab es auf allen Chains, sowohl auf Polygon, auf der Binance Smart Chain, auf Phantom, auf Avalanche. Auch am Anfang mit sehr, sehr großem Erfolg konnte man sehr, sehr viel Kapital mitnehmen, bis natürlich die Leute wussten, wie man die Projekte spielt, was die besten Strategien sind. Dann waren sie nicht mehr so lukrativ und dann kam die Miner Season und so hat sich der Space quasi fortbewegt. Und hier haben wir jetzt ein neues Projekt, das in circa 2 Tagen launchen wird, auch wieder mit dem klassischen Sex-Plan-System, wo man potenziell dann 12% bis zu 14% bzw. hier 18% in Rendite mitnehmen kann. Natürlich sehr, sehr großes Risiko, das hier mit drin hängt. Aber wenn man weiß, wie man diese Projekte spielt, was ihr bei uns in der Crew auf dem Discord auch unter anderem mitbekommt, dann kann man hier durchaus auch mal ein paar gute Prozente mitnehmen. Ein zweites Projekt, auf das ich eingehen wollte, ist Kingdom Legacy. Das Vorgängerprojekt von diesem Team habe ich auch bereits auf meinem Kanal gecovert. Und zwar hieß das Ganze Kingdom Cash, hat einiges an BNB eingesammelt und genau den gleichen Trend sehen wir jetzt auch aktuell in Kingdom Cash Legacy. Hier sind wir jetzt bei Tag 2 bei 262 BNB. Wenn wir uns das hier nochmal auf MoonArc anschauen, dann sehen wir, dass hier jetzt 46.000 bzw. der Wert ist gar nicht mehr aktuell. Wenn wir die Seite mal aktualisieren, dann sollten wir hier bereits einen wesentlich höheren Wert sehen und zwar diese 64.000 US-Dollar, die jetzt bereits nach 1 Tag und 2 Stunden eingesammelt wurden. Hier ist auch wieder ein spielerischer Aspekt drin. Natürlich reines Ponzi-Projekt, 3,3% bis 4,5%, die man verdienen kann. Aber wie gesagt, wenn man weiß, wie man diese Projekte spielt, sehr, sehr lukrative Möglichkeiten, die sich hier aktuell wieder ergeben, dadurch, dass eben viel Kapital, viel Attraktivität und Aufmerksamkeit auf den Projekten liegt. Und ein drittes, auf das ich noch eingehen möchte, das eine klassische Kopie ist von einem Projekt, das ich vor kurzem outgecallt habe, das vermutlich auch bald crashen wird,
ist BUSD Bank. Und zwar dieses Projekt, wie ihr hier seht, war kurzzeitig auch mal bei 320.000, 330.000 in Total Value locked. Jetzt passieren aber die Auszahlungen, es kommt kein neues Kapital mehr rein. Und ich habe angekündigt, bis zum 15. bzw. 16. August war es, glaube ich, wird dieses Projekt nicht mehr da sein. Gelauncht ist es am 1. Juli. Ich gebe dem Ganzen 30 bis 45 Tage Laufzeit. Und für die meisten, die das Ganze nicht richtig spielen, wird das Ganze auch nicht gut ausgehen. Und natürlich zieht der Erfolg in Form von eingesammeltem Kapital in solchen Projekten. Die haben, glaube ich, 10% Deposit Fee genommen, das dann bei dem Betrag auch mal gut und gerne 30.000 US-Dollar waren, was durchaus für einen Entwickler, der 30 Tage, 45 Tage im Projekt betreibt, ein großer Erfolg ist, eine schöne Einnahmequelle. Und Stable Fund, ja tatsächlich, sie haben sich wirklich diesen Namen ausgesucht, ist dieser Fork, von dem ich spreche, der bald launchen wird. Und es ist wirklich eine 1:1 Kopie, was aus meiner Sicht immer sehr, sehr frech ist, auch wieder mit diesem NFT, das man minten kann. Und wie gesagt, ich erkläre euch das immer wieder, die originalen Projekte, die zumindest ein neues System aufsetzen, eine neue Spielstrategie haben, sind in der Regel immer die erfolgreichsten. So war es bei Stable Fund damals, all die Copycats haben nicht so gut funktioniert, beziehungsweise so viel Kapital eingesammelt. So war es jetzt beispielsweise bei Wolf Capital oder damals bei Kingdom Cash, da kamen auch auf einmal 20 Forks in einem kurzen Zeitraum raus, also innerhalb von 7 Tagen waren 20 Forks von diesen Projekten auf dem Markt, aber in der Regel performt immer nur das Originale sehr, sehr gut. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein, in welche dieser High ROI Plays man reingeht. Wie gesagt, es gibt oft diesen spielerischen Faktor, gewisse Dinge, die man beachten muss. Und genau auf diese Dinge gehen wir bei uns in der Crew auf dem Discord ein. Also wer sich dahingehend austauschen möchte, weil er auch ein Fan von diesen High ROI Dapps ist, kommt gerne jederzeit zu uns auf dem Community Discord. Alle Links zu den Projekten, die ich hier im Video erwähnt habe, werden natürlich unten in der Videobeschreibung sein. Das sollte, wie gesagt, ein grober Marktüberblick sein, wie sich gerade alles entwickelt. Der Trend geht gerade ganz klar dahin, dass wir wieder frisches Kapital im Markt sehen. Viele Projekte, die rauskommen, weil natürlich die Entwickler riechen, dass der Markt gerade in einer sehr, sehr bullischen Stimmung ist. Wie gesagt, das liegt nicht an den News von gestern. Der Trend besteht jetzt schon seit circa 2-3 Wochen, vielleicht sogar noch ein Ticken länger. Und die Projekte sammeln wieder Kapital ein und gewinnen an Aufmerksamkeit. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, ich bringe Videos auf täglicher Basis zu diesem DeFi High ROI Space, zu dieser kleinen Nische, dann lasst gerne ein Abo da. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.